Der Satz des Pythagoras: a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Er ist uns allen aus der Schule bekannt. Aber wer war er eigentlich, dieser Pythagoras? Das Leben des Pythagoras, jetzt in 4 Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Zunächst einmal zum Satz des Pythagoras. Also wir haben ein rechtwinkliges Dreieck mit den Seiten A, B und C. Nun sind A und B die kürzeren Seiten, C ist die längste Seite. Und nun ist A² plus B², also die Quadrate der beiden kürzeren Seiten, genauso groß wie das Quadrat der längsten Seite, C². Kurz gesagt, A² plus B² gleich C². Das ist es schon, der Satz des Pythagoras. Jetzt wäre es ja eigentlich logisch, dass, weil der Satz des Pythagoras heißt, der Pythagoras diesen Satz erfunden hat. Dem ist aber nicht so. Der Satz war schon lange vor der Geburt von Pythagoras bekannt. Vielleicht hat Pythagoras ihn bewiesen, aber auch das ist sehr unwahrscheinlich. Vermutlich ist Pythagoras völlig zu Unrecht der Namensgeber dieses Satzes. Nun aber endlich zur Person des Pythagoras. Also der Pythagoras wurde geboren um 570 vor Christus, also sehr lange her, auf der kleinen griechischen Insel Samos. Und obwohl der Pythagoras wahrscheinlich ein paar Bildungsreisen unternimmt, zum Beispiel nach Ägypten, bleibt er auf seiner Heimatinsel Samos ungefähr 40 Jahre lang, also durchaus eine recht lange Zeit. Dann gibt es Streit auf der Insel. Pythagoras hat vermutlich Streit auf der Insel, er flieht vor dem Tyrannen, wie man sagen könnte, vor dem Herrscher. Mit etwa 40 Jahren nach Süditalien, nach Kroton. Ja, Kroton, die Stadt in Süditalien, wird seine neue Heimat und hier wird er eine Schule gründen, die Schule der Pythagoreer. Er wird sowas wie der Meister werden und von seinen Anhängern Gehorsam fordern und eine sittliche Lebensführung, ein Verzicht auf Fleisch beispielsweise. Vielleicht aus heutiger Sicht geradezu lustig, auch ein Verzicht auf Bohnen. Aber genau wissen wir das nicht. Die Pythagoreer sind eine verschworene Gemeinschaft, wollen vieles geheim halten. Es gibt keine Schriftstücke, keine Aufzeichnungen. Mit was haben sich die Pythagoreer beschäftigt? Ja, mit ganz unterschiedlichen Themen. Einmal mit Musik. Man hat sich mit dem Verhältnis von Seitenlänge und Tonhöhe beschäftigt. Mit Mathematik. Mit Zahlen wollte man eigentlich die Welt erklären, hat sicherlich auch etwas überdreht, weil die Welt ja nicht nur aus Zahlen besteht. Und dann auch mit Religion, Seelenwanderung. Pythagoras war der Meinung, dass der Mensch eine Seele habe und diese Seele nach dem Tod in einem anderen Lebewesen weiterleben würde. Viele Erkenntnisse, die die Pythagoreer hatten oder auch nicht hatten, sind uns aber heutzutage auch gar nicht mehr bekannt. Vielleicht war ihnen schon bekannt, vielleicht wussten sie schon, dass die Erde eine Kugel ist. Aber auch das ist nicht sicher. Wer also war dieser Pythagoras? Ein Philosoph, könnte man vielleicht sagen, hat ja versucht, die Welt zu erklären. Meistens wird er als Philosoph bezeichnet. Sicherlich ein Lehrer, ein Mathematiker. Vielleicht auch manchmal eine Art Scharlatan, es wird auch von Wunderheilungen berichtet, es gab auch Kritik. Nach Streitigkeiten verlässt Pythagoras Kroton, wo er jetzt lange Zeit gelebt hat, und zieht in die Nachbarstadt Metapont. Hier wird er auch sterben. Wann genau, wissen wir allerdings nicht. Aber man kann sicher sagen, er ist recht alt geworden, vielleicht 70 Jahre alt, aber das ist in gewisser Weise Spekulation. Es ist einfach schon verdammt lange her, dass der Pythagoras gelebt hat. Pythagoras kennt heute wirklich jeder, einfach wegen dem Satz des Pythagoras. Aber mit dem hat der wohl kaum etwas zu tun. Schon interessant. Bis nächsten Dienstag.